Ja, und ich freue mich jetzt ganz besonders auf ein echtes Highlight des Finanzkongresses, und zwar auf Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Den kennt ihr wahrscheinlich, denn der ist Historiker, Soziologe, Unternehmer und Buchautor. War zuerst am Zentralinstitut für sozialwissenschaftliche Forschung der Freien Universität Berlin. Danach als Resortleiter der Zeitung Die Welt tätig. Anschließend gründete er ein Beratungsunternehmen, investierte in Immobilien und baute sich so sein Vermögen auf. Zudem hat er über 2 Dutzend Bücher geschrieben, die mittlerweile weltweit erfolgreich sind. Und ich freue mich sehr, dass wir ihn für den Finanzkongress gewinnen konnten. Bin jetzt selber schon sehr gespannt auf den Vortrag und kann euch nur empfehlen, da ja gut zuzuhören, denn davon Dr. Dr. Rainer Zittelmann kann man eine ganze Menge lernen. Ja, Herr Dr. Zittelmann, ich sehe, das sieht alles soweit gut aus. Technik kommt hier störungsfrei an, also legen Sie gerne los. Herzlich willkommen beim Finanzkongress. Mein Name ist Rainer Zittelmann und meine These heißt: Reichtum beginnt im Kopf. Zuerst mal eine Empfehlung von mir. Es gibt so viele Menschen, die über Geld sprechen, über Finanzen sprechen, die auch vielleicht Bücher darüber schreiben. Aber wo ich mich frage, woher nehmen die eigentlich ihre Kompetenz? Meine Meinung, sie sollten niemandem zuhören, der ihnen etwas über Reichtum erzählt, der nicht entweder aus eigener Kraft, also self-made, wirklich reich geworden ist oder jemand, der sich wissenschaftlich damit beschäftigt hat. Denn Meinungen über Geld und Meinungen über Reichtum gibt es so viele. Für mich trifft beides zu. Ich bin als Unternehmer und als Immobilieninvestor self-made reich geworden und ich habe mich auch wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt. Ich habe meine 2. Doktorarbeit über das Thema geschrieben, Psychologie der Superreichen. Und eine Sache, über die ich heute mit Ihnen sprechen möchte, ist die über Irrtümer und Denkblockaden, die Sie wirklich daran hindern, reich zu werden. Solche Denkblockaden und Glaubenssätze sind ein sehr wichtiges Thema. Ich habe das auch bei mir selbst erfahren. Mein Vater ist ein evangelischer Pfarrer und der hat immer gesagt, Geld ist wie Klopapier. Also das heißt, man braucht zwar das Geld, aber es ist eigentlich nicht so appetitlich und irgendwie stinkt es auch, besonders wenn es gebraucht ist. Solange ich solche Glaubenssätze unbewusst verinnerlicht hatte, habe ich zwar ganz gut verdient, aber ich habe immer alles ausgegeben, ich bin nicht reich geworden. Bei mir begann die Entscheidung, reich zu werden und der Weg, reich zu werden, ganz genau in dem Moment, wo ich manche negativen, hinderlichen Glaubenssätze ersetzt habe durch hilfreiche Glaubenssätze. Und da ist eine Sache ganz wichtig, die die meisten Menschen nicht verstehen. Zuerst müssen Sie wissen, warum Sie reich werden wollen. Und dann erst wie. Die meisten Menschen sagen, na, ich weiß ja nicht, wie ich reich werden soll. Das ist zunächst gar nicht so wichtig. Das Warum ist wichtig. Warum ist das Warum wichtig? Weil es ist doch ein Prozess, der über Jahre, vielleicht sogar über Jahrzehnte dauert. Und da müssen Sie schon einen sehr starken Grund haben, ein sehr starkes Motiv, das Sie die ganze Zeit antreibt und aufrechterhält. Zum Beispiel bei mir hätte es als Motiv nicht gelangt, um reich zu werden, dass ich mir ein schönes Auto oder eine schöne Uhr kaufen kann. Es mag Menschen geben, für die das sehr wichtig ist. Für mich war es nie besonders wichtig, ist es auch heute nicht besonders wichtig. Ich habe zwar eine schöne Uhr und ich habe ein schönes Auto, aber das wäre niemals ausreichend gewesen für mich als Motiv. Für mich war ein ganz anderes Motiv wichtig. Frei zu sein, unabhängig zu sein. Das ging nicht nur mir so. Für meine 2. Doktorarbeit, von der ich berichtet habe, da habe ich ja sehr reiche Menschen danach befragt, was verbinden sie mit Geld? Und ja, da waren einige dabei, die haben mit Geld auch das verbunden, dass man sich schöne Dinge im Leben leisten kann. Es waren genauso andere dabei, die haben gesagt, das ist mir völlig unwichtig, spielt überhaupt keine Rolle. Einer hat gesagt, er hat niemals ein Hemd gekauft, was teurer war als 30 Euro und ist sogar nur einmal im Leben in Urlaub gefahren. Waren andere dabei, für die waren diese Dinge sehr wichtig. Aber was fast alle gemeinsam hatten, war, dass sie sagten, Freiheit und Unabhängigkeit ist für mich wichtig. Was hat Geld auf der einen Seite zu tun mit Freiheit und Unabhängigkeit? Was verstehe ich unter finanzieller Freiheit? Finanzielle Freiheit heißt ganz einfach die Entscheidung, ob ich arbeite, ja, ob ich überhaupt arbeite, wo ich arbeite, was ich arbeite, wie ich arbeite, mit wem ich arbeite. Diese Entscheidung treffe alleine ich. Ich arbeite gerne, ja, aber ich muss nicht arbeiten.
es ist kein finanzieller Zwang dazu. Ich könnte genauso gut von dem Geld, was ich mir erarbeitet habe, noch 100 Jahre leben. Ich arbeite gerne und ich hoffe, das geht auch den meisten Menschen so, die arbeiten müssen. Aber doch ist es ein ganz entscheidender Unterschied, ob Sie das Gefühl haben, eigentlich muss ich ja arbeiten, um meine Miete zu zahlen, um meine Rechnung zu bezahlen, oder ob Sie das Gefühl haben, genauso gut könnte ich auch gar nichts machen und ich allein entscheide über diese Fragen, also ob ich arbeite, wo, wann und wie. Jetzt gibt es manche Menschen, die sagen, naja, auch das ist so ein falscher Glaubenssatz. Früher, da war es ja einfacher, reich zu werden. Heute ist es so schwer. Die meisten Reichen sind doch im Grunde genommen Erben. Leider haben wir da für Deutschland keine so ganz verlässlichen Zahlen, aber ich möchte Ihnen eine interessante Zahl aus den USA mitteilen. Vielleicht kennen Sie die Liste von Forbes, von dem Magazin Forbes, über die reichsten Menschen der Welt. Es gibt auch eine Forbes-Liste der 400 reichsten Amerikaner. Und hat dieses Magazin mal untersucht, wie viele davon sind self-made, also vor allen Dingen als Unternehmer reich geworden, und wie viele haben denn überwiegend geerbt. Und für 1984 war die Zahl 48%. Also 48% waren self-made, die anderen, also etwas mehr, hatten ihren Reichtum geerbt. Dann hat man die gleiche Untersuchung wieder gemacht vor 2 Jahren, 2018, und siehe da, da war der Anteil der Selfmade-Reichen bei 67%. Also 2 von 3 der reichsten Amerikaner sind Selfmade-reich geworden. Und ich meine, wenn Sie sich mal die Liste anschauen der reichsten Menschen der Welt, dann sehen Sie das hier schon. An Platz 1, Jeff Bezos, ist mit Amazon reich geworden, Selfmade. Bill Gates ist Selfmade-reich geworden, mit Microsoft. Oder dann so Leute wie Larry Page, Dashiell Prim, die sind mit Google reich geworden. Oder jemand wie Mark Zuckerberg, der durch Facebook reich geworden ist. Natürlich gibt es auch welche, die geerbt haben. Aber wenn sie geerbt haben, dann waren immer die Eltern Unternehmer gewesen. Da gibt es so viele Ausreden von Leuten, die sagen, warum sie nicht reich werden können. Eine Ausrede lautet, ja, ich habe ja nicht mal studiert, ich habe kein Abitur, da ist es doch gar nicht möglich. Falsch. Um nochmal von meiner Doktorarbeit über die Psychologie der Superreichen zu berichten. Ich habe ja in meinen Interviews die Leute auch gefragt, wie waren sie denn so in der Schule oder in der Uni? Haben sie eher zu den Besten gehört oder waren sie eher so Mittelmaß oder bei den Schlechten? Ergebnis: zwischen der Leistung in der Schule und der Uni auf der einen Seite und dem späteren finanziellen Erfolg auf der anderen Seite gab es überhaupt keinen Zusammenhang. Es gab welche darunter, die hatten einen Doktortitel. So, ich habe ja selbst sogar 2, aber es gab auch einen drunter zum Beispiel, der hatte nur mit Mühe den Hauptschulabschluss gemacht, der war Legastheniker und konnte bis heute nicht richtig lesen und schreiben. Der sagte, ich lasse mir den Brief immer von der Sekretärin vorlesen oder er liest den erstmal selbst, aber nur wenn sich der erste und der letzte Satz reimt, dann sagt er, der Brief ist interessant, weil er einfach Schwierigkeiten hat zu lesen und zu schreiben. Hat er übrigens auch mit anderen gemeinsam. Vielleicht haben Sie schon gehört von dem bekannten britischen Selfmade-Milliardär Richard Branson, auch ein Legastheniker. Also vergessen Sie das Thema Bildung, Studium. Es muss nicht schädlich sein, aber es muss auch nicht nützlich sein. Erich Six, einer der reichsten Deutschen, der Gründer des Autoverleihs, der hatte auch mal BWL studiert. Und dann hat er gesagt, nach dem 2. Semester habe ich abgebrochen, weil mir dann klar war, dass das für meinen weiteren Lebensweg völlig irrelevant ist, was ich gelernt. Dann gibt es so eine Meinung, reich werden hat vor allen Dingen etwas mit Aktien und mit Aktienwissen zu tun. Ganz viele Bücher zum Thema reich werden beschäftigen sich mit Aktien. Und wahrscheinlich die meisten Menschen, die beginnen, sich mit dem Thema reich werden zu beschäftigen, die fangen erstmal an, sich mit Aktien zu beschäftigen. Jetzt möchte ich Ihnen aber mal ein interessantes Ergebnis einer Doktorarbeit, nicht meiner Doktorarbeit, einer anderen Doktorarbeit berichten. Die Doktorarbeit heißt Wege zum Reichtum, ist auch an der Universität Potsdam entstanden. Und da hat man 472 Millionäre, reiche Menschen in Deutschland befragt. Und eine Frage war, was hat denn am meisten beigetragen zu ihrem Reichtum? Und siehe da, nur 2,4% haben gesagt, Aktien haben die Hauptrolle gespielt. 10% haben gesagt, Immobilien haben die Hauptrolle gespielt. Aber die allermeisten haben gesagt, dass sie als Unternehmer beziehungsweise durch selbstständige Arbeit reich geworden sind. Und das sehen Sie auch wieder, wenn Sie auf die Liste der reichsten Menschen
in Deutschland schauen oder auf die Liste der reichsten Menschen der Welt, dann sehen Sie, dass das fast alles Unternehmer sind. Da werden Sie kaum einen finden, der durch Aktien reich geworden ist. Manchmal wird Warren Buffett genannt, da könnte ich viel zu sagen. Der ist auch kein typischer Aktieninvestor. Aber selbst wenn Sie den Buffett dazu rechnen, dann ist er die absolute Ausnahme. Die meisten sind wirklich als Unternehmer reich geworden. Und deswegen, ich habe überhaupt nichts gegen Aktien. Aktien sind eine gute Sache, aber eher gut, wenn Sie, um reich zu bleiben, wenn Sie einmal reich sind, ja, dann können Sie auch in Aktien anlegen. Aber um reich zu werden, ist es vor allen Dingen wichtig, dass man Unternehmer wird, weil die allermeisten Reichen, überall auf der Welt ist das so, werden halt nun mal als Unternehmer reich. Eine andere Meinung, die ich oft höre, ja, um reich zu werden, da brauche ich vor allen Dingen einen guten Coach, einen guten Berater, der mir den Weg dahin zeigt. Eine Meinung, die ich schon so oft gehört habe, aber die total falsch ist. Von den reichen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, da hatte keiner einen Coach und die waren auch meistens sehr allergisch gegen Berater. Ich habe gerade gestern einen getroffen, Dirk Grossmann, kennen Sie vielleicht, auch mehrfacher Milliardär, toller Typ. Übrigens auch, hat nur einen Hauptschulabschluss und er hat mit einer Drogerie angefangen. Ich glaube, heute hat er 5000 Drogerien, hat auch so ungefähr 3 Milliarden Euro Vermögen. Und der hat mir von einer Geschichte erzählt, wo ihn mal jemand beraten wollte. Und da ist er geradezu allergisch dagegen, wenn Leute sagen, sie wollen ihn bei Finanzdingen beraten, weil er sagt, ich habe die alleinige Verantwortung und Entscheidung über meine Finanzen. Und das ist vielleicht der wichtigste Tipp, den ich Ihnen gebe. Übernehmen Sie die Verantwortung für das Thema Geld, für Ihre Finanzen selbst. Den besten Weg haben Sie ja schon gemacht, indem Sie jetzt so ein Video anschauen wie dieses. Kaufen Sie sich Bücher, gehen Sie auf Seminare, schauen Sie solche Videos an, hören sich verschiedene Meinungen an zu dem Thema, aber übernehmen Sie die Verantwortung selbst. Es gibt ja viele Menschen, die sind so, die delegieren ein so wichtiges Thema an irgendeinen Berater oder vielleicht sogar an den Bankberater. Dabei hat der Banker doch selbst bewiesen, dass er nichts von dem Thema versteht, weil wenn er so genau wüsste, dann wäre er selbst reich, was aber gar nicht der Fall ist. Das sind die gleichen Leute dann, wenn sie dann diese Beratung oder diese Ratschläge bekommen. Wenn es gut läuft, klopfen sie sich auf die Schulter und sagen, guck mal, wie bin ich clever. Und wenn es schlecht läuft, dann sagen sie, guck mal, der Berater, der hat mich reingelegt oder was ist das für ein Schweinehund. Das ist nicht die Einstellung, wie man reich wird. Reiche Menschen übernehmen die Verantwortung selbst für ihr Leben, aber auch für ihre Finanzen. Das Thema Finanzen, das Thema Geld ist viel zu wichtig, als dass sie es an andere Menschen delegieren würden. Das wäre für mich genauso, wie wenn ich die Wahl meiner Partnerin an irgendjemand anders delegieren würde. Würde ich ja auch nicht machen. Dafür ist das Thema zu wichtig. Jetzt gibt es aber auch manche so Einstellungen, die gehen ein bisschen so in den politischen Bereich und die hindern uns letztlich auch daran, reich zu werden. Eins ist zum Beispiel das Nullsummendenken. Was meine ich mit Nullsummendenken? Nullsummendenken heißt, dass ich glaube, die Reichen, die werden nur deshalb reich, weil sie den Armen etwas weggenommen haben. Wenn ich so denke, dann baue ich eine innere Blockade auf gegen Reichtum. Weil wenn ich selbst dann ein ehrlicher Mensch bin, ein Mensch, der nicht anderen etwas wegnehmen will, dann glaube ich ja, dass ich gar nicht reich werden kann. Oder ich bin vielleicht ein moralisch skrupelloser Mensch, dann glaube ich, ich kann nur durch Diebstahl reich werden. Und da gibt es ziemlich viele Leute, die im Gefängnis sitzen und die genau diesen Nullsummenglauben haben. Warum ist der Nullsummenglauben falsch? Schauen Sie mal, in den letzten Jahrzehnten hat sich die Zahl der Milliardäre auf der Welt vervierfacht. Von 500 ungefähr waren es im Jahr 2000 auf heute 2000 Milliardäre weltweit. In der gleichen Zeit ist die Zahl der Menschen, die in extremer Armut leben, um über 1,2 Milliarden gesunken. Das wäre ja rein denklogisch gar nicht möglich, wenn die Reichen nur dadurch reich geworden wären, dass sie den Armen etwas weggenommen haben. Und das ist natürlich auch nicht so. Gucken Sie mal, wie wird jemand reich? Ich spreche jetzt auf legale Weise. Lange Zeit waren die Albrecht-Brüder die reichsten Deutschen, die Aldi gegründet haben. Was war die Idee? Die Idee war, in einem Discounter gute Qualität zu einem sehr günstigen Preis anzubieten. Das heißt, die beiden Albrecht-Brüder haben einen Nutzen für sehr, sehr viele Menschen geschaffen. Und dadurch, dass sie Nutzen geschaffen haben für viele, sind sie reich geworden.
Spy-Chef Bezos das Gleiche mit Amazon. Wodurch ist er reich geworden? Weil er eine gute Idee gehabt hat. Ideen machen sie reich. Ideen sind übrigens auch wichtiger als harte Arbeit. Oft wird gesagt, ja, der arbeitet ja so hart, um reich zu werden. Viele Reiche, die ich kenne, die arbeiten gar nicht hart, sondern die arbeiten vor allen Dingen mit viel Freude, mit viel Begeisterung. Ja, die arbeiten meistens auch schon mehr, als zum Beispiel ein Angestellter arbeitet. Das wissen wir auch aus empirischen Untersuchungen, dass tatsächlich reiche Menschen mehr arbeiten, als zum Beispiel Menschen, die zur Mittelschicht gehören. Aber das hängt auch einfach damit zusammen, dass sie mehr Spaß haben an der Arbeit, dass sie Freude haben an ihrer Arbeit. Dann gibt es viele Sprüche, die haben Sie bestimmt auch schon gehört, wie zum Beispiel, lieber arm und gesund als reich und krank. Ein ganz, ganz dummer Spruch, weil auch dazu gibt es wissenschaftliche Untersuchungen. Reiche Menschen leben länger als arme und sind auch gesünder. Da können Sie sagen, das ist ungerecht, dagegen muss ich protestieren. Ich wähle jetzt die Linkspartei oder die SPD, damit die was dagegen tun. Ich habe da eine andere Folgerung draus für mich gezogen. Wenn das so ist, dass man reich gesünder ist und sogar länger lebt, dann ist es doch noch ein weiteres gutes Motiv, um reich zu werden. Oder dann gibt es so Sprüche wie Geld allein macht mich glücklich. Haben Sie vielleicht auch schon gehört? Auch ein ganz dummer Spruch. Haben Sie schon mal gehört, dass jemand gesagt hat, Gesundheit allein macht mich glücklich? Natürlich macht Gesundheit allein mich glücklich. Ja, wenn Sie zwar gesund sind, aber leben ansonsten in Armut, haben eine Arbeit, die Sie nicht mögen, haben vielleicht noch eine unbefriedigende Partnerschaft, ja, dann nützt Ihnen die Gesundheit auch überhaupt nichts am Schluss. Im Gegenteil, ich habe gerade eine beeindruckende Biografie gelesen über Ray Charles, über den Sänger. Der war nicht gesund, der war blind, ist schon mit 7 Jahren erblindet, aber hat ein tolles Leben gehabt, Erfolg. Hat unglaublich viel verdient, damals schon 100 Millionen gehabt, was damals auch sehr viel Geld war. In der Billboard-Liste ist er an Platz 1, manchmal an Platz 2 der erfolgreichsten Sänger aller Zeiten. Hat übrigens auch jede Menge Frauen gehabt, trotz seiner Blindheit. Meinen Sie, der Mann, der war unglücklich? Also selbst Gesundheit ist nicht das Wichtigste im Leben. Das Wichtigste im Leben ist, dass Sie die richtige mentale Einstellung haben. Und dann gibt es ja Menschen, die sagen, der Kapitalismus, der bringt Armut und ich möchte nicht Teil von diesem System sein. Deshalb investiere ich auch nicht in Aktien. Ja, Franzosen denken so. Franzosen, das wissen wir aus meinen Umfragen, sind das antikapitalistischste Volk der Welt und sind zugleich diejenigen, die am wenigsten in Aktien investieren. Nicht zu ihrem eigenen Vorteil übrigens. Die Meinung, dass der Kapitalismus für Armut auf der Welt verantwortlich sei, ist die abwegigste Meinung, die ich je gehört habe. Alle Zahlen sprechen dagegen. Vor 200 Jahren, als der Kapitalismus entstand, da lebten noch mehr als 90% der Menschen weltweit in extremer Armut. Heute ist die Zahl auf unter 10% gesunken. Von 90% auf unter 10%. Und das Interessante, die Hälfte dieser Reduktion ist genau in den letzten 35 Jahren erfolgt. Und das sind jetzt genau interessanterweise die Jahre, die besonders kritisch gesehen werden von Kapitalismuskritikern. Einer davon heißt Thomas Piketty, der bekannte französische Kapitalismuskritiker. Der sagt, ja, im 20. Jahrhundert hat die Gleichheit auch im Kapitalismus im Prinzip überwiegend zugenommen, aber so in den letzten 30, 40 Jahren geht die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander, die Ungleichheit steigt. Ob das stimmt oder nicht, möchte ich gar nicht hier diskutieren. Ich möchte etwas anderes sagen. Ungleichheit interessiert mich gar nicht. Mich interessiert die Zahl der armen Menschen. Und wenn doch die Zahl der armen Menschen ganz stark zurückgeht, ist dann Ungleichheit wirklich so wichtig? Ich war oft in China, habe da Vorträge gehalten und da habe ich auch mal gefragt, wem geht es jetzt besser, als es den Eltern ging, beim Vortrag in Shanghai zum Beispiel. Da haben sich fast alle gemeldet. Ja, weil, gucken Sie mal, Ende der 50er Jahre sind in China noch 45 Millionen Menschen gestorben am größten sozialistischen Experiment der Menschheitsgeschichte. Das war Mao Zedongs sogenannter großer Sprung nach vorne. Die meisten sind verhungert. Und auch 1980
haben 88% der Chinesen in extremer Armut gelebt. Heute ist die Zahl auf unter 1% gesunken in China. Ja, aber auf der anderen Seite, natürlich, die Ungleichheit ist schon gestiegen, denn Milliardäre gab es damals überhaupt keine in China zu Maos Zeiten. Heute gibt es so viele Milliardäre in China wie nirgendwo auf der Welt, nur in den USA, da gibt es noch mehr. Meinen Sie jetzt, dass die Chinesen gesagt haben, ach, wir wollen lieber wieder zurück zur Mao-Zeit, weil da war es ja gleicher? Nein, Gleichheit ist nicht so wichtig. Gleichheit ist ein Thema, das interessiert vor allen Dingen Menschen, die stark von Neid getrieben sind. Wenn Sie wirklich ein soziales Gewissen haben, dann interessieren Sie sich nicht primär für Gleichheit oder Ungleichheit, sondern dafür, welches System das Schicksal armer Menschen verbessert. Wenn Sie all solche Vorstellungen im Kopf haben, der Nullsummenglaube oder lieber arm und gesund als reich und krank, ja, so als ob Reichtum krank machen würde oder Geld allein macht nicht glücklich oder Reichtum ist Diebstahl oder der Kapitalismus ist für Armut verantwortlich. Viele Menschen haben ganz viele von diesen Glaubenssätzen im Kopf. Dann werden sie sehr schwer haben, reich zu werden, weil jeder dieser Glaubenssätze ist eine innere Blockade. Deshalb meine These, Reichtum beginnt im Kopf. Wenn Sie mehr dazu wissen wollen zu dem Thema, empfehle ich Ihnen zwei Bücher von mir. Das eine Buch heißt Reich werden und bleiben und das andere Buch heißt Psychologie der Superreichen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie erfolgreich sind und reich werden und freue mich schon darauf, von Ihnen zu hören, wenn Sie meine Bücher gelesen haben. Dankeschön. Ja, Herr Zittelmann, damit übernehme ich sehr gerne wieder hier in Köln. Vielen, vielen Dank Ihnen. Macht immer wieder Spaß, Ihnen zuzuhören. Sehr coole Einblicke und ich denke, da konntet ihr auch jede Menge mitnehmen.